Meine sehr geehrten Damen und Herren, ist dieser Mann ja Gitarrenlehrer und Hofmarschall bzw. Musikschuldirektor. Haben Sie mich gerade unterbrochen? Ja, das muss ich wegen ein bisschen Wendesendezeit. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu den Kultur- und Veranstaltungstipps. Tja, wir sind heute in einer Musikschule, der coolen Musikschule in Rostock, die Rock- und Pop-Schule. Neben mir sitzt der Generaldirektor und Oberhäuptling Christian Hensel. Er ist nämlich hier der Gründer seit 2000, 19 Jahre jetzt, ne? Die Zeit. 2000 haben wir aufgemacht. Im Januar 2000 haben wir aufgemacht und wir haben angefangen mit sage und schreibe keinem Schüler. Das ist nicht viel, ne? Das ist nicht viel, nee. Und wenn man das jetzt so mal vergleicht, also wir sind schon ganz zufrieden so. Das ist okay. Auf eurer Seite steht drauf, ihr seid die coole Musikschule. Was unterscheidet euch denn von anderen Musikschulen oder was ist euer Alleinstellungsmerkmal? Also zum Beispiel meine Augenringe. Wir sind nämlich gerade vor 2 Tagen aus dem Probenlager gekommen, wo wir mit 5 Bands, mit 30 Leuten 5 Bands gegründet haben und ganz viele Musikrichtungen. Wir haben dort Funk gespielt, wir haben Blues gespielt, Rock'n'Roll. Du musst es ja mal ganz kurz erklären. Also die Musikschule ist hier ansässig in Rostock-Marien-Ehe an der Jägerbeck. Hier kann man unterschiedliche Instrumente lernen und einmal im Jahr gibt es auch einen in Sabel. In Saarlem. In Malchin. Alles klar. Na? Da habt ihr sozusagen am Kummerower See ein Workshop-Wochenende für Bands, die sich neu gründen wollen. Na, das Wochenende, das sind dann halt 4 oder 5 Tage. Ne? Und das ist dann für alle Leute, die dann halt noch keine Bands haben, die so ihre ersten Erfahrungen machen möchten und dafür genau das Richtige. Spielt der Alter eine Rolle? Der Jüngste war, glaube ich, 7 und der Älteste war kurz unter 100. Quatsch. Doch. Naja, so 70. Also meine sehr geehrten Damen und Herren, laut der Definition von Rock-and-Pop-Schule ist hier der 70 Jahre ist kurz unter 100. Am 23. Februar lädt das Rostocker Volkstheater zu einer neuen Musiktheaterproduktion ins Große Haus ein. Der Held des Stückes in der burlesken Revue-Operette ist Fritz Stepke. Der Mechaniker lebt frei nach dem Motto, ein Mann will nach oben und konstruiert somit einen Ballon, der ihn nach ganz oben bringt. Das Zusammentreffen von Mond- und Erdmenschen garantiert ein fantasievolles, turbulentes Spektakel. Frau Luna ist eine Operette der Extraklasse. Der Kunstverein zu Rostock präsentiert zum Jubiläumsjahr der Rostocker Universität die grafische Sammlung des ehemaligen Kunsthistorischen Instituts. Durch 5 Jahrhunderte der Kunstgeschichte führt der ursprünglich als Lehrsammlung für das kunstgeschichtliche Studium angelegte Fundus originaler Kunst. Über 1000 Arbeiten umfasst die Sammlung. Die Ausstellung kann vom 13. Februar bis zum 17. März in der Galerie am Berg 13 in Rostock besucht werden. Mit dem Fahrrad die Welt entdecken. Genau das haben Hans-Dieter Fibrans und seine Nichte Susanne Fibrans getan. Die beiden sind die Donau von der Quelle bis zur Mündung entlang gereist. Sie durchquerten 8 Länder und lernten entlang der 2840 Flusskilometer der Donau die vielgestaltige Natur sowie Land und Leute kennen. In einem bebilderten Reisebericht wird Herr Fibrans am 20. Februar um 18.30 Uhr im Myrizeum in Waren seine Erlebnisse schildern. Der Eintritt ist frei. Am 20. Februar startet die Veranstaltungsreihe Plattdeutscher Nachmittag in der winterlichen Kulisse vom Miniland MV in die neue Runde. Ab 14 Uhr können sich die Gäste auf viele Geschichten und Mecklenburger Liedgut freuen. Bei Kaffee und Kuchen kann gesungen, geschunkelt und plattdeutscher Poesie gelauscht werden. Der Eintritt für die Veranstaltung im Miniland MV in Göldenitz kostet 6 Euro pro Person, um eine Anmeldung wird gebeten. Einfach anrufen unter 038 208 82690 oder eine E-Mail schreiben an info@miniland-mv.de. Das Windrus Winterfolk Festival findet am Freitag, dem 22. Februar um 20 Uhr in der Alten Synagoge in Hagenow statt. Die Gastgeber von der Gruppe Malbrook werden sich unter anderem mit Geige, Dudelsack, Mandula und Gesang in diesem Jahr auf die traditionellen Melodien Norddeutschlands aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert konzentrieren. Verstärkung bekommen sie in diesem Jahr aus Dänemark und aus Großbritannien. Eine einmalige Gelegenheit, hochkarätige europäische Folkmusiker live zu erleben. Karten gibt es im Vorverkauf in der Hagenow-Information oder per Mail an hagenow-info@hagenow.de. Rock'n'Roll, Popkultur und Jugendrevolte.
Die wilden 1960er sind Jahre des Umbruchs und Aufbruchs. Die Stilikone der Zeit, Andy Warhol. Der Fotograf, Filmemacher, Musikproduzent und Pop-Art-Künstler erschuf einen Stil, der zum Trend wurde. Mit einer gemeinsamen Choreografie zu Musik von Bob Dylan, Joe Cocker, David Bowie und vielen weiteren nähert sich die Ballettsparte des Mecklenburgischen Staatstheaters diesen unvergleichlichen Spirit. Die Vorführung beginnt am 22. Februar um 19.30 Uhr im Großen Haus des Mecklenburgischen Staatstheaters. Das 19. Jahr ist jetzt, dieses Jahr haben wir gerade gesagt, dementsprechend ist auch das 19. Rock- und Popschulfestival. Genau. Steht vor der Tür am 2. März im Mau. Die letzten Jahre waren wir da mit der Kamera. Jetzt zeigen wir noch gleich ein paar Bilder darüber. Was ist in diesem Jahr, was gibt es in diesem Jahr Besonderes? Also das Besondere ist eigentlich in diesem Jahr, dass wir im letzten Jahr haben wir so Bands nach Stilistiken geordnet. Wir haben eine Bluesband, wir haben eine Soulband, wir haben eine Jazzband, wir haben eine Rockband natürlich, eine Classic-Rockband. Und diese ganzen Bands, diese verschiedenen Musikrichtungen werden dieses Mal beim Festival spielen und wir haben im Januar das erste Mal eine CD aufgenommen mit diesen ganzen Bands und die machen sozusagen, die veranstalten sozusagen die Record Release Party am 2. März beim Festival. Und das sind sozusagen Bands, die sich hier gegründet haben oder sind das Schülerinnen und Schüler, die sich hier gerade momentan aufhalten? Oder sind das ehemalige? Oder? Beides. Nö, das sind Schüler und Schülerinnen, die sich hier aufhalten, also die hier Instrumentalunterricht haben und gleichzeitig als Praxistest im Bandtraining sind. Was bieten wir an? Also wir bieten natürlich letztendlich Klavierunterricht, Gitarrenunterricht, Schlagzeugunterricht, Bassunterricht, Saxophon, Gesang, Trompete, Geige, Chor. Bandtraining und diese ganzen Bands, die werden alle bei uns beim Festival spielen. Also man kann ja, das habe ich gerade rausgehört, Musik lernen, egal ob man 6 Jahre alt ist oder kurz vor 100. Genau. Aha, mit diesen Worten, meine sehr geehrten Damen und Herren, wollen wir das heute mal beschließen und belassen. Falls Sie Lust haben, 2. März im Rostocker Mau-Club, das Festival der Rock- und Popschule in Rostock zum 19. Mal. 19 Uhr geht's los. 19 Uhr geht's los. Kostet Eintritt? Ein bisschen. Ein bisschen. Also geben Sie Geld aus für die Musik und für die Kultur. Horido, bis nächste Woche und leben Sie Kultur. Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender. Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern.